Wann schätzen Sie denn, wann in Österreich wieder Normalbetrieb herrschen wird? Ja, ich will die Leute da einerseits nicht schockieren, aber auf der anderen Seite auch nicht unehrlich sein. Das wird noch sehr, sehr lange dauern. Es wird zum einen notwendig sein, dass wir jetzt einmal auf lange Zeit diese Maßnahmen auch wirklich durchhalten. Wir haben ja den Schulbetrieb zum Beispiel schon bis nach Ostern ausgesetzt. Also da sprechen wir von einer Phase von 4 Wochen zumindest, wo die Kinder nicht in die Schule gehen. Ob es dann möglich sein wird, das kann ich aus heutiger Sicht noch nicht beurteilen. Aber für 4 Wochen ist jetzt zumindest einmal die Schule zu und es gibt nur das notwendigste Betreuungsangebot. Was wichtig sein wird, ist, dass wir wirtschaftlich danach wieder gut aus der Krise kommen, weil die Krise natürlich auch unglaubliche wirtschaftliche Auswirkungen hat. Viele Menschen gefährdet sind, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Und da wollen wir als Republik alles tun, um gegenzusteuern, um die Unternehmen, um die Mitarbeiter zu unterstützen, um Arbeitsplätze zu sichern. Aber die Auswirkungen des Coronavirus werden uns noch Monate beschäftigen. Und danach wird die Welt auch anders aussehen. Das wird große Auswirkungen haben auf die Frage, wie wir miteinander umgehen, wie wir leben, wie vorsichtig wir sind. Aber auch die Globalisierung wird in vielen Bereichen hinterfragt werden. Und natürlich in Europa sieht man, dass die Solidarität, wenn es ernst wird, nicht funktioniert. Und das wird auch dazu führen, dass viele Diskussionen nach der Krise stattfinden werden müssen. Sie sind ja selbst auch in einer sehr exponierten Gruppe. Sie als Politiker haben nach wie vor noch wahrscheinlich Menschenkontakt und arbeiten derzeit wahrscheinlich auf einem sehr hohen Stresslevel. Was tun Sie denn selbst persönlich für Ihre Gesundheit? Ja, mein ganzes Team hat die letzte Woche 2, 3 Stunden pro Tag geschlafen. Wir müssen natürlich jetzt auch versuchen, im Einsatzstab, in den Teams rund um mich alles so vorzubereiten, dass dieses Level länger durchhaltbar ist. Es war jetzt gut, die letzte Woche rund um die Uhr zu arbeiten, aber auf Dauer müssen die Leute da ein paar Stunden mehr Schlaf bekommen, damit sie das auch über Wochen und Monate durchstehen können, diese massive Belastung. Für den Einsatzstab ist alles klar und vorbereitet. Wir gehen nach Hause, um dort ein paar Stunden zu schlafen, dann kommen wir wieder ins Büro. Sollte es einen Ansteckungsfall im Einsatzstab geben, dann werden wir hier gemeinsam im Bundeskanzleramt und im Innenministerium isoliert. Aber wir können hier unsere Arbeit fortsetzen und das ist wichtig für so eine Situation. In diesem Sinn gutes Durchhalten. Vielen, vielen Dank, Herr Bundeskanzler, für das Gespräch und gute Gesundheit. Vielen Dank für das Gespräch. Erlauben Sie mir noch allen Menschen zu danken, die im Moment gerade wirklich eine großartige Arbeit leisten. Ganz gleich, ob das in den Lebensmittelgeschäften, der Lebensmittelproduktion, den Ärztinnen und Ärzten, den Apothekerinnen und Apothekern, all jenen will ich danken, aber auch darüber hinaus allen, die so eine wichtige Arbeit leisten, auch den Vertretern der Medien. Sie machen eine großartige Arbeit, um die Menschen auch ständig informiert zu halten. Es gibt viele, die gerade Großes leisten, vor allem auch jene, die zu Hause bleiben und mithelfen, dass sich die Krankheit nicht so schnell ausbreitet. Vielen Dank. Vielen Dank auch.